etwas weitläufiger, wenn die Kante hier aufhört. Die hier. Aber mehr als die Straße kriegt man hier auch nicht rein. Weil einen Fluss kannst du nicht machen, weil die Engstelle wäre halt sonst einfach wirklich viel zu markant. Sage ich jetzt mal. Ja doch, markant trifft es ganz gut, das Ganze. Würde eine zu große Zäsur erheben. Im ganzen Gebiet. Vor allem, weil der Fluss sonst eher wahrscheinlich weitläufig wäre. Wenn wir logisch gehen und der Fluss eine normale Fließgeschwindigkeit hätte, müsste ich dann an dieser Engstelle das Ganze megamäßig tief machen. Und das will ich doch gar nicht. So. Das ist so der Anfang, genau. Ah, es ist sogar ein großer Baum geworden. Man könnte den Großmann tatsächlich mal einmal einen stehen lassen. Außer Kreuz meine Pläne noch. Oh, hier ist Kohle. Wie viel Kohle wir hier auch durch dieses Beseitigen der Hügel gefunden haben, ist auch sehr, sehr beeindruckend. Damit könnten wir ein ganzes Bergwerk im Ruhrpott betreiben. Oh, oh meine Güte, ist das viel. Seht doch die Kohle. Okay. Und wir füllen das hier an der Stelle mal mit Kobbel auf. Das juckt doch eh keiner, mal davon abgesehen, dass das nie jemand zu Gesicht bekommen wird. So. Meine Nase juckt irgendwie. Alter, wie dunkel. Es werde Licht. So, dala. Ich fände das schlimmer, tatsächlich in der Nacht auch ohne überall immer eine Fackel stehen zu haben, ein bisschen mehr sehen würde. Das würde das Spielerleben das doch nochmal deutlich verschönern. Ich glaube, ich wollte eigentlich auch zum Baum und die dann dort abfällen. Mal kurz. Aber dafür muss ich erst noch meine 40 Erde, die ich gerade gemacht habe, hier noch schnell verbraten. Wir machen nämlich jetzt hier immer eine Sache zu Ende, bevor wir eine neue anfangen. Zumindest in den kleinen Sachen. Nach der Logik hätte ich nämlich erstmal die ganze Burg zu Ende bauen müssen. Oh Gott, mir graust immer noch leicht vor dem Gedanken, dass das Ding hier mal zu Ende gebaut werden will. Eigentlich irgendwie hoffnungslos übernommen, glaube ich. Ah, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ach so, warte. So. Alter. Ah. So.
Hallo, Alter, wie viele Tiere hier wieder sind. Hallo Schaf. Hallo Schaf. Hallo Schaf. Vorne ist auch noch ein Schaf. Das klopfen wir auch mal leer. Und jetzt stellen wir fest, dass... Okay. Das ist der Große, den lassen wir stehen. Warum ist der eigentlich groß geworden? Kann ich gerade nicht nachvollziehen. Man sieht halt einfach... Ich stehe hier schon bei einer... Was soll ich denn machen? Man sieht echt überhaupt nichts hier. In diesem Spiel gerade. Also wirklich nicht. Das ist so unendlich schade. Also, dass in der Nacht einfach alles so unsichtbar ist. Tatsächlich noch immer jedes Mal Schafe zu suchen, weil die sind durch ihre weiße Färbung zumindest so dunkel, genau dunkel, so hell, dass man sie im Dunkeln sieht. Wären Hühner zwar tendenziell auch, aber was will ich denn mit Federn? Mich schiebt irgendwas an. So. Tack, tack, tack. Klar, wir lassen es dann so. Auf der Ebene. Ah, warte, ich könnte. Ich bin jetzt mal ganz gewitzt. Und sage, ich will nicht, dass es immer so dunkel ist. Das Schaf auch noch hier in die Höhle gefallen, ey. So. Man kann halt leider nicht auf die Oberseite platzieren, sondern nur auf die untere Seite, dass es eine halbe Ebene nach unten wird. Übrigens auch das Problem behoben, dass wir ungerade Anzahlen haben. Da unten hat irgendjemand gerade einen schönen Badespaß. Mäh. So. Dann craften wir uns die Stufen mal wieder. Und da haben wir auch mal wieder ein Höhlengeräusch. Also irgendwann muss ich da unten halt echt nochmal reinschauen. Und rausfinden, was um alles in der Welt diese Geräusche macht. Ist dort drüben. Wie kam man denn da noch mal hin? Darunter musste man, glaube ich, nicht.
Oder doch? Nee. Das ist noch eine Höhle. War sehr nahe. Die macht auch diese dämlichen Geräusche. Nur wie kam ich hier nochmal hin? Ausgeleuchtet ist sie. Ja. Oh, hier ist sogar Eisen. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Wow. So. Vielleicht haben wir es dann noch so weit ausgeleuchtet, dass auch endlich nicht mehr diese dämlichen Geräusche da rumlauten müssen. Wäre zumindest schön. So. Oh. Ein wolliger Freund. Davon sind nochmal zwei wollige Freunde. Die wollen wir dann natürlich auch mal nicht wollig lassen. Heps. Okay, gut, dieser Baum ist komisch. Es gibt übrigens ein neues Feature, das hat damit zu tun. Die Dinger kann man jetzt rumwerfen. Ganz lustig. Okay, ne, der Baum kommt doch weg. Also nur weil dieser Ast hier. Ist doch hässlich. Oh, ich habe das Gefühl, ich komme da nicht auf den Baum rauf. Ah, doch komme ich. So. So. Hoppla. Yeah. Zulala. Erstmal hier alles schön kleinholzen. Das ist das Beste dran. So. Gut, das hier ist wenigstens noch der Baumstamm. Aber ich glaube, die Axt hat mehr oder weniger genau gereicht. Bis auf diese zwei Holz. Oh, das sind sogar drei Holzpnöpfe. Ich kann das nicht so einschätzen, es wirkt alles immer so nah. Oh Gott, hey, ist das viele Setzlinge. Hust. Ich meine, sind. Kann man sagen mit Setzlingen? Ja.